Oder was? Folgen die mir? Hm, okay. Es ging wahrscheinlich doch nur um schneller sein. Mike und Lester sind mir auf den Fersen. Nee, das schaffen die doch nicht. Ich bin doch hier schneller mit meiner Kiste. Die eignet sich doch super, gerade für solche Bergstraßen. Hm, okay, also Alarm wurde jetzt getriggert. Das haben die schon mal auskundschaftet. Und was jetzt? Ja, ein bisschen nach vorne lehnen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Dass ich nicht hier drüber brettere. Haarnadelkurve rechts. Erinnert mich ein bisschen jetzt an Colin McRae oder so. Hatte ich vor Ewigkeiten gespielt gehabt. Ich glaube, das war noch zu PlayStation 1 Zeiten. Da hatte ich Colin McRae Rally 2 wie blöd gezockt gehabt. Das war mal mein Lieblings-Rally-Spiel gewesen. Vorsicht. Colin McRae und V-Rally war es, glaube ich. V-Rally 2. Auf jeden Fall V-Rally. Ich glaube, da gab es immer diesen. Gab es immer dieses Battle zwischen V-Rally und Colin McRae. Was ist besser? Für mich ganz klar Colin wegen der geileren Fahrphysik und der besseren Atmosphäre. Der besseren Grafik. Irgendwie war die stimmiger immer gewesen. Aber weiß nicht, seitdem habe ich kein Rally-Spiel mehr angefasst. Gut, außer jetzt hier mit Trevor. Bisschen Rally-Action durch die Pampa. Trecker. Michael und Lester, ich werde Erster, würde ich sagen. Hey, ist das hier so ein Skript gewesen? Will der mich gerade abdrängen? Erster. Erster. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. Michael, man. No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're going to be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Ah, sehr schön. Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Einen Schützen brauche ich noch. Das ist meine Crew. Okay. Hm. Na, mal schauen. Norm Richards, was? Gustavo Mo. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. Naja, gut. Der will weniger Anteil. Heißt wahrscheinlich auch, dass es weniger Kohle denn dabei rauskommt, weil der nicht so gut ist. Aber das ist ein Vertrauter von Trevor. Von daher, ich glaube, das ist sogar vom Vorteil. Ich nehme mal einen Chefkoch. You sure this is the guy? Ja, definitiv. Gibt es einen Plan A, Plan B? Kann ich jetzt hier noch auswählen?
That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. And I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, treat yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, amigos. Da kommt bei mir auch gleich der Kotzreiz. Ey, scheiße, das war doch ein bisschen eklig gewesen, ne? Selbst für Trevor ein bisschen hart. Okay, Zeit war ein bisschen... Naja, egal. Zu lange gebraucht. Okay, also wir müssen auch Militärausrüstung besorgen, weil die Cops reagieren ziemlich schnell. Und das heißt offensiv. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. Ah, die O'Neill-Brüder. Ich dachte, ich hatte die alle ausgerottet bei dem Meth-Lab-Überfall. Die habe ich doch schön abgefackelt. Na egal. Haben es scheinbar noch welche geschafft. Mal schauen. Ja, die Cops, die brauchen... die sind ziemlich schnell am Ort des Geschehens. Also, ja, ich brauche auf jeden Fall Militärausrüstung. T. Na, ich schau mal. Also das heißt, erstmal ein bisschen aufräumen wahrscheinlich nach dem Überfall mit laut offiziellem Trailer mit dieser Minigun und mit der Panzerung, mit der Ganzkörperpanzerung. Ich habe alle, warte mal schauen kurz. Ich habe alle Arrangements für den Palito-Coup getroffen. Uns fehlt nur noch die Militärausrüstung, also schnappt euch den Konvoi, sobald es geht. HS. Und da ist die Ausrüstung drin. Lass mal schauen, wo ist denn die HS? Ach, hier. Okay. Lass mal schauen, was beim T ist. Ja, erstmal ein bisschen Rampage machen und dann holt uns Franklin mit einem Boot ab. Glaube ich. Würde Sinn machen. Okay, ja. Muss ich jetzt nochmal hier hin für diese Ausrüstungssache oder kann ich mir die jetzt eigentlich schon schnappen? Ich guck mal kurz. Finde ich jetzt lustig. Ich glaube, die Frau von Martin Madrazo ist immer noch hier. Hallo? Hallo? Hey, Jimmy, it's your dad. Lecker. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man, it's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. Ah, Pisswasser tut's auch. Where did you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. Picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain is melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try.
Well, that I like your honesty on. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. Marina Drive, was kann es Bodhi nennen? Okay, begib dich zu Franklins Aufenthaltsort. Ey, lass mal kurz schauen. Warte mal, ich hab mal... So what is Franklin doing for you anyway? Ja, ja, komm. He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Mann, ich wollte gerade in die Bude gucken, weil die sah so super aufgeräumt aus. Jetzt, wo Frau Madrazo da ist, hat mich echt überrascht. Ja, mit Job. Das ist ja cool. Jage die Brüder O'Neill. Okay, jagen kann ich jetzt, ich glaube, nicht, oder? Wenn ich die jetzt abknalle. Nicht ganz praktisch, dass er jetzt Job mitgenommen hat. Ups, ich habe es gerade weggedrückt. Na, ich glaube, ich soll die erstmal nur verfolgen, ne? Ah, ich habe echt Bock. Ich habe so einen juckenden Abzugsfinger. Ich will irgendwie ein bisschen rumballern hier. Ey. Da lang? Okay, warum nicht? Job sitzt ganz brav auf dem Beifahrersitz, finde ich lustig. 3 O'Neill-Brüder haben es noch geschafft, oder wie, oder was? Oder sind das noch mehr? Dürfte nicht mehr so viel sein. Real one. Elk in a row! Shit, shit, shit! Geh zum Auto. Zu welchem Auto? Ach, zu dem da. Ja, erstmal. Okay. Tja, so richtig die guten Fahrer sind das nicht, ne? Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? No, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Ah, nice. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Und, ja. Aber später. Bigfoot. Don't worry. Incoming! Begib dich zum Flugplatz. Ja, ich meine, gut, es sind nur 3, aber... Ich kann auch Franklin da nicht alleine Incoming. Kalt machen. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Here she is. Aber gut, man soll sich's ja nicht schwerer machen, als es geht. Solange Franklin ein bisschen Air Support hat, ist ja alles in Ordnung. Na gut, hätte auch Job nutzen können, ja. Achtung, Vögel! Multinational stuff. I was this close, and they stole it off me.